Bei uns ist Daniela Schneeberger, FDP-Nationalrätin aus dem Baselbiet. Daniela, das neue Jahr hat angefangen. Was willst du erreichen in diesem Jahr, politisch? Also zuallererst ist jetzt das Wichtigste, dass wir die Unternehmensreform 3 am 12. Februar ein Ja anbringen. Das ist für mich das Allerwichtigste. Das ist das Dossier jetzt im 2017, wo wir für unser Land müssen schauen, dass wir ein gutes, wettbewerbsfähiges Steuersystem haben gegenüber dem Ausland. Das ist einmal mein ganz grosser Schwerpunkt als Erstes. Was passiert denn, wenn es ein Nein gibt? Ja, dann, das würde ich dann gerne die fragen, die das Referendum ergriffen haben, was wir dann machen sollen, weil sie haben ja eben keinen Plan B und in dem Sinn fängt einfach alles nochmal von vorne an und wir verunsichern weiterhin die Unternehmungen und das ist schlecht für unsere Wirtschaft. Und was macht Daniela Schneeberger in Bern, damit die Region Nordwestschweiz eine weitere Stärkung erfährt? Ich mache viel in Bern. Wenn man das einmal ein bisschen verfolgt, meine Vorstellung, das kann man auf der parlamentarischen Seite nachlesen. Wenn irgendein Anliegen ist seitens von Baselbiet, dann nehme ich das auf, sei das mit Interpellationen, mit Postulat. Und natürlich vertrete ich die Region immer, wenn es in irgendeiner Vorlage das nötig ist. Ich suche auch Kontakt mit den anderen Parlamentariern. Also das klappt tipptopp. Zum Beispiel das Verkehrsproblem hier in der Region, das haben wir. Aber das ist gut, das haben nicht nur wir hier, das hat die ganze Schweiz. Was siehst du für Lösungen? Ja, also in Sachen Schänzli-Tunnel und so weiter, so nie in Schänzli-Tunnel, dort habe ich auch schon die Initiativen ergriffen, eben habe kritische Fragen gestellt, habe mich dort eingebracht. Und da müssen wir jetzt einfach weiterhin Druck machen aufs Bundesamt für Verkehr. Es ist schwierig, wenn man eben selber in der Kommission nicht Mitglied ist, in der Verkehrskommission, aber wir probieren das natürlich mit Mitgliedern einzuschleusen. Okay, wir zählen auf dich. Danke vielmals. Danke vielmals. So, jetzt werden wir hier mal schnell dazwischen gehen, wieder oben miteinander. Entschuldigung, dass wir stören. Wer sind Sie? Jasmin Gasser ist mein Name. Frau Gasser, was glauben Sie, wieso hat es so wenig Frauen hier heute oben? Das ist leider immer noch ein bisschen ein Manko in unserer Wirtschaftsregion, respektive in der Wirtschaft, dass die Frauen weniger am Puls sind vom Geschehen. Liegt das an den Männern oder an den Frauen? Ich würde sagen, an der Gesellschaft. Um es ein bisschen neutral auszudrücken. Sehr diplomatisch ausgedrückt. Jetzt stellen wir doch die gleiche Frage noch einmal an. Wieso hat es so wenig Frauen hier? Ja, das ist, denke ich, weil weniger eingeladen worden sind. Ja. Ja, wieso werden weniger eingeladen? Ja, weil nicht so viele auf der Liste sind. Ich weiss halt nicht. Wenn man so anschaut in der Wirtschaft, wie viele Frauen tätig sind in verschiedenen Funktionen, wird das wahrscheinlich schon auf dem Prozentsatz eine tiefere Zahl sein. Aber man könnte sicher ansetzen, indem man halt einen weiteren Kreis von Frauen anschreibt, die vielleicht nicht Unternehmer sind, die vielleicht andere Tätigkeiten erfüllen, in der Politik oder in anderen Bereichen. Und dann könnte man aufholen. Also nochmal zurück zu der Frau. Das wäre ja ein Jahresziel, dass es im nächsten Jahr mehr Frauen hat. Ja, sicher. Man muss die Frauen auch ein bisschen machen. Und vielleicht auch, ich weiß nicht, mehr respektieren. Ich meine, klar, in den Schlüsselpositionen, es gibt schon Frauen, die in Schlüsselpositionen sind, aber halt einfach immer noch in der Recht, in der Minderheit sind. Und da sind halt alle gefragt, dass man halt auch Frauen dort anlässt, in Schlüsselpositionen. Und dann glaube ich, dann wird auch da, werden auch hier mehr Frauen vertreten sein. Ein klares Votum von einer Frau, danke schon vielmals. Bei uns ist jetzt Baselbieter Nationalrätin Elisabeth Schneider-Schneider, die designierte Präsidentin von der Handelskammer. Elisabeth, quasi Generalprobe heute oben. Hast du ein bisschen schauen, wie das so geht für das nächste Jahr? Ja, ich habe mal geschaut, wie man den verschiedenen Persönlichkeiten richtig die Hand gibt. Und ich habe gemerkt, dass es vermutlich sehr schwierig wird sein, all die Namen können zu behalten. Und also ich freue mich sehr auf die Herausforderung und ich denke, es ist machbar. Du bist politisch so im Steigflug. Wo endet das? Ja, also ich freue mich jetzt auf das Mandat. Das Mandat ist sicher ein Mandat, das man auch allenfalls nach der Politik noch ausüben könnte. Ja, jetzt bist du der Frage ein bisschen ausgewichen. Also man munkelt ja manchmal auch das Wort Bundesrätin. Ist das irgendwo im Hinterkopf bei dir? Also meine hervorragende Bundesrätin von der CVP, die hoffentlich nach vielen Jahren aktiv ist, sie ist die beliebteste Bundesrätin überhaupt. Und ich hoffe, dass sie noch lange ihre Dossiers so kompetent vertreten tut. Aber jetzt hast du meine Frage nicht beantwortet. Man wird sich...
wird für die CVP, aber auch für unser Land, wäre es wichtig, wenn Doris noch sehr lange in diesem Gremium würde arbeiten. Und von dem her ist es eigentlich obsolet, die Frage jetzt zu stellen. Ich frage sie trotzdem nochmal. Zum dritten Mal, ist das trotzdem irgendwo im Hinterkopf? Irgendwann Bundesrätin sein? Also falls das Amt irgendwann einmal in den nächsten Jahren frei wird, werde ich mir sicher Gedanken machen. Das ist doch eine Antwort. Danke schon vielmals. Guten Abend. Sie sind uns aufgefallen, Sie sind ein richtiger Farbtupfer hier in dieser ein bisschen dunklen Gesellschaft. Wer sind Sie? Also zuerst zum Farbtupfer. Das mache ich natürlich gern, weil als Frau darf man sich ja erlauben, eigentlich bei solchen Anlass eben die Farbe reinzubringen. Und ich denke, das hat Wirtschaft und Gesellschaft sowieso zwischendurch nötig. Hervorragend, jawohl. Mein Name ist Katharina Bühler. Ich bin aus der Region Basel, wie man unschwer hört. Ich habe lange Jahre bei der Baloise geschafft, dann 2 Jahre bei der SBB. Dort habe ich mitgeholfen, die SBB kundenorientierter zu machen. Und jetzt arbeite ich bei der AXAS AG. Das ist eine Unternehmensberatung in Basel. Da bin ich Mitglied von der Geschäftsleitung. Und jetzt, heute Abend, was ist Ihr Eindruck? Also ich bin jetzt, also ich bin seit Jahren an dem Anlass dabei. Und ich bin heute sehr, also wie soll ich sagen, sehr positiv überrascht. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich spüre ein bisschen mehr Vitalität. Ich spüre ein bisschen mehr Aufbruchsstimmung. Das hat mir also sehr gut gefallen. Ich hatte ganz tolle Gesprächspartner heute oben gehabt. Also es ist fast ein bisschen wie eine Mannschaft. Es ist fast ein bisschen wie Klassenzusammenkunft auch gewesen. Aufbruchstimmung, was tragen Sie selber dazu bei? Ja, mein eigenes unternehmerisches Denken und ich glaube einfach meine Art natürlich. Und was ich einfach auch positiv wahrnehme, ist, dass ich jetzt auch die Themen wie Digitalisierung, die Veränderungen, die auf uns zukommen, dass das wirklich ankommt. Weil ich bin tief davon überzeugt, dass wir in den nächsten paar Jahren noch sehr tiefgehende Veränderungen werden spüren in der Wirtschaft und letztendlich auch in der Politik. Danke schon vielmals. So, guten Abend miteinander. Wir haben ein Unikum gefunden hier an diesem Anlass. Es hat relativ wenig Frauen. Wer sind Sie? Also mein Name ist Dorit Provost. Ich bin von Bed & Breakfast Switzerland. Das klingt immer interessant. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Was glauben Sie, wieso hat es doch relativ wenig Frauen hier heute oben? Ach, wenn das wüsste, vielleicht Frauen sind nicht so gern selbstständig oder handeln nicht. Ich habe keine Ahnung. Wenn ich es wüsste, würde ich mehr Frauen motivieren zum Beitreten. Aber Sie fühlen sich wohl hier? Sehr wohl, ja. Ist wunderbar. Jetzt kommen wir noch schnell auf die andere Seite. Gut, oben, wer sind Sie? Ich bin Beatrice Bowald vom Pfarramt für Industrie und Wirtschaft bei der Basel. Ich führe auch Veranstaltungen durchführen für explizit für Frauen, weil wir gesehen haben, dass es tatsächlich ein Nachholbedarf ist, auch unter Frauen das Bewusstsein für sich zu vernetzen mit anderen und dann, sich dann auch die Zeit wirklich abzuschneiden. Und allenfalls, wenn man in einer Partnerschaft ist und Kind hat, ausjassen, dass mal die Frau darf an so einen Anlass kommen und nicht der Mann geht. Das ist eigentlich genau das Thema jetzt, oder? Warum hat es so wenig Frauen da jetzt oben? Weil sie reden selber davon, bessere Vernetzung und so weiter. Genau. Also da denke ich, das ist tatsächlich noch etwas, wo Frauen mehr müssen, für sich selber einstehen, wo sie aber auch von Männern müssen in dieser Hinsicht gefördert werden. Machen Sie persönlich etwas, um die Situation zu verbessern, gerade mit dem Industriefahrrad? Ja, also wir führen zum Beispiel Veranstaltungen durchführen, also jetzt im Bereich für einen gerechten Lohn zu kämpfen. Also wo wir eine Schulung machen, aber dann auch eine Veranstaltung, da ist gerade der Flyer, auch wo wir zeigen, was Frauen für einen beruflichen Werdegang haben und auch die auch über ihre Erfahrungen erzählen und es dort dann auch eine Vernetzung gibt. Als ein konkretes Beispiel. Dann werden wir schauen, ob es in einem Jahr anders aussieht. Vielen Dank, die Damen, und schönen Abend. Dankeschön.